Dieser Mann hat es fast geschafft. Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil hat die SPÖ-Mitgliederbefragung gewonnen. Doskozil stammt aus Großegg, einem 270-Seelendörflein im Südburgenland. Er war immer schon fleißig, als Polizist studierte er berufsbegleitend Jus und engagierte sich politisch als Gemeinderat. 2015 hat er als Landespolizeidirektor die Flüchtlingskrise im Burgenland, wie man sagt, erfolgreich gemanagt. Deshalb engagierte ihn Werner Faymann, damals noch Bundeskanzler, als Verteidigungsminister. Er tritt seither für einen restriktiven Asylkurs und ein ebenso restriktives Staatsbürgerschaftsrecht ein. Wofür steht Hans-Peter Doskozil sonst politisch? Für sehr viel Staat und fast nichts privat. Überall, wo das Burgenland etwas zu sagen hat, gilt seit 2018 der burgenländische Sonderweg. Was macht denn aus? Zum Beispiel ein hoher Mindestlohn, der mittlerweile bei 2000 Euro netto liegt. Dazu kommen viel sozialer Wohnbau oder eine Öffi-Offensive.